Am Mittwoch, den 18. Juni 2014, wurde im Nationalparkzentrum Hohe Dauern für 3 Schulklassen ein Erlebnistag organisiert. Warum? Das erzählt uns Alexander Lehner von Bezirksblätter Tirol. Wir haben gemeinsam im ÖSV mit dem Organisationskomitee in Hochfilzen den Tag der Schulen ins Leben geworfen, wo wir am Freitag beim Biathlon-Wochenende Schülerinnen und Schüler einladen, an diesem Tag teilzunehmen und sich möglichst kreativ zu präsentieren, und haben heute sozusagen den Gewinnertag mit den 3 Gewinnerklassen aus Feberbrunn, Kelchsau und Saalfelden und sind heute da in Mittersil beim Nationalparkzentrum. Und der Erlebnistag hatte für die jungen Entdecker einiges zu bieten. Unter anderem Abenteuer- und Spielstationen rund um den kleinen See vorm Zentrum, eine Biathlon-Trainingsschießanlage vom ÖSV und eine Vorstellung im neuen 360-Grad-Panoramakino. Das 360-Grad-Panoramakino ist unser neues Herzstück der Ausstellung. Es ist letztes Jahr im Juni eröffnet worden und es hat neueste Technologie. Es wird gezeigt, ein Film über den Nationalpark Hohe Dauern, über die Natur, über den Rauhrisser Urwald, über den Großlockner und über die Gletscherspalten. Und man fühlt sich einfach in die Natur hineinversetzt. Man ist, also wie gesagt, in den ganzen Stationen wie eben der Rauhrisser Urwald, wie den Großlockner, wirklich oben. Und es bereitet einfach jeden sehr viel Spaß und Freude, wenn man einfach diese Natur so mal auch erleben kann. Bei so vielen Eindrücken auf einmal kommen die kleinen Köpfe schon mal ganz schön ins Schwitzen. Als Abkühlung gab es am Ende noch ein Eis. Bitte sehr.